Willkommen zurück zu Programmieren 2. Ich möchte in diesem Video jetzt nochmal ein etwas größeres Beispiel mit Enumeration sehen, damit wir die Anwendung von Enumeration auch nochmal im Kontext sehen. Also prinzipiell alle Grundlagen, die wir in den letzten Videos besprochen haben. Und dazu mache ich mir eine neue Klasse, die nenne ich Spielkarte. Und eine Spielkarte soll ein Value-Object sein. Das gebe ich hier eben so an. Weil eben eine Spielkarte sich einmal aus einer Kartenfarbe und einem Kartenwert zusammensetzt. Und wenn zwei Objekte eben über denselben Wert und dieselbe Farbe verfügen, dann sollen sie als gleich gelten. Genau deswegen leite ich hier einfach von unserer Basisklasse ValueObject ab, die wir in einem der vorherigen Beispiele erstellt haben. Dann baue ich mir einen Konstruktor und über diesen Konstruktor nehme ich eben eine Kartenfarbe entgegen und einen Kartenwert natürlich. Und diese beiden Parameter speichere ich mir wie üblich in Feldern. Und diese mache ich natürlich read-only, wie es für Value-Objects üblich ist. Value-Objects sollten ja immer immutable Objects sein. Dann weise ich die hier zu, da eben Kartenfarbe und Kartenwert, diese Enumeration, jeweils Wertetypen sind, muss ich hier nicht auf Null überprüfen. Also ich baue hier keinen Guard Clause ein. Und ja, ich nenne das noch etwas kürzer, damit es konsistent ist. Und ich baue mir natürlich auch noch Eigenschaften, damit der Nutzer meiner Spielkarte letztendlich hier ganz einfach sich oder lesend auf diese Felder zugreifen kann. So, einmal. Gut, damit haben wir diese Klasse eigentlich auch schon abgeschlossen. Und wir sind jetzt eben hier. Ich habe es in eine neue Datei geschoben. Und was ich jetzt eben in der Main-Funktion machen möchte, ist, dass ich mir einen Kartenstapel erstelle, der eben aus sämtlichen möglichen Kombinationen aus Kartenfarbe und Kartenwert besteht. Also ein ganz normales Kartendeck sozusagen. Dazu nutze ich eben eine Liste, wenn ich schreiben könnte. Und das ist natürlich eine Liste von Spielkarten. Und ich nehme hier eben jetzt erstmal alle Farben, die es gibt. Dazu erstelle ich mir jetzt nicht einen Array, in dem ich eben alle Konstanten einer Enumeration selbst per Hand aufliste, sondern ich nutze enum get values und gebe hier eben, wir schauen mal nochmal genau an, was hier eigentlich als Parameter verlangt wird. Das ist ein Type-Objekt. Und wir wissen eben, dass man Type-Objekte über beispielsweise den Type-of-Operator bekommt. Und ich gebe hier eben Type-of Kartenfarbe an. Und genau das gleiche kann ich natürlich auch für die Kartenwerte machen. So. Und jetzt laufe ich einfach in zwei geschachtelten Schleifen einmal durch die Farben und einmal durch die Kartenwerte durch und kombiniere diese ganze Sache. Also ich laufe durch alle Farben durch. Und sage hier eben, dass das die Kartenfarbe ist. Warum gebe ich das hier direkt an und nicht Array? Entschuldigung, var natürlich.
Array habe ich bloß gerade gelesen. Also warum hier nicht wahr angeben? GetValues stammt noch aus einer Zeit vor .NET 2.0. Da gab es noch keine Generics. Das heißt, was wir hier zurückbekommen, ist ein untypisierter System Array. Man sieht es ja auch im Tooltip. Und der ist eben nicht generisch. Das heißt, wir können hier auch nicht erwarten, dass wir hier was anderes außer System.Object zurückbekommen, wie wir hier auch im Tooltip sehen. Die For-Each-Schleife unterstützt es aber, dass ich hier eben direkt Kartenfarbe angebe und dann habe ich eben sozusagen direkt den Cast durchgeführt. Okay, dann muss ich eben auch noch innerhalb dieser For-Each-Schleife durch alle Kartenwerte durchlaufen und hier benutze ich eben auch Kartenwert. Und füge dann eben zum Kartenstapel eine neue Spielkarte hinzu und der gebe ich eben die aktuelle Kartenfarbe und den aktuellen Kartenwert. Und so habe ich mir eben über diese beiden verschachtelten For-Each-Schleifen einen kompletten Kartenstapel erstellt. Was ich eben dann noch machen könnte, ist, dass ich versuche, diesen Kartenstapel zu mischen, wenn ich das möchte, weil wenn ich jetzt hier losgehe, diese Werte für die Farben und die Konstanten für die Kartenwerte, die kommen natürlich in genau der Reihenfolge an, wie wir sie hier in diesen Enumerationen, Entschuldigung, das ist die falsche Klasse, wir brauchen natürlich Kartenfarbe, wie wir sie hier in diesen Enumerationen festgelegt haben. Und der Punkt ist eben, dass wir hier eben dann als erstes mit Kreuz starten, dann mit Pik, dann Herz, dann Karo. Und dann würden wir erst eben alle Kreuz 7, Kreuz 8, Kreuz 9, Kreuz 10, Kreuz Bube und so weiter über diese For-Each-Schleifen erstellen. Dann wäre das eben mehr oder weniger geordnet und hat mit einem Kartenspiel eigentlich nichts zu tun. Was wir aber machen können, ist, dass wir eben auf einen, wir könnten eine Methode schreiben, die eben mische Karten heißt. Und wir bekommen hier eben eine Liste von Spielkarten. Das nenne ich einfach Stapel. Und hier werden wir jetzt erstmal eine Kopie dieses Stapels erstellen. Das macht man eben so. Indem wir hier eine neue Liste erstellen, die eben auch Spielkarte hat. Und wir können in einer Überladung von eben dieser Liste hier direkt eine Collection mitgeben, deren Elemente einfach direkt in diese neue Liste mit eingefügt werden. Das ist hier diese zweite Überladung und wir geben hier jetzt einfach direkt den Stapel an. Was heißt es nochmal salopp gesagt? Alle Elemente, die in diesem Parameter drin stecken, die können auch jetzt hier eben oder sind jetzt auch in dieser neuen Liste drin. Der Punkt ist eben, dass ich danach hier lösche, weil ich nämlich zusätzlich auch natürlich noch hier einen Zufallsgenerator laufen lasse. Und jetzt werde ich eben mit einer For-Schleife oder eigentlich While-Schleife. Ich benutze eine While-Schleife, ist glaube ich sinnvoller. Ich laufe jetzt einfach durch diese Stapelkopie durch, indem ich gucke, ob die Anzahl der Elemente in dieser Stapelkopie gleich oder größer als null ist. Solange das nämlich der Fall ist, möchte ich in dieser Schleife bleiben und mir einen neuen Index berechnen. Nennen das nächste Index. Das ist eben Zufallsgenerator.next und hier gebe ich eben Stapelkopie.count an.
Was heißt das? Ich kriege jetzt irgendeine neue Ganzzahl von diesem Zufallsgenerator zurück, die eben zwischen 0 und Count minus 1 liegt. Ja, also irgendein Index sozusagen zufälligerweise, der eben valide ist für diese Liste, die ja eine Kopie von unserem Parameter darstellt. So, und über diesen nächsten Index kann ich dann eben sagen, Stapel.add eben Stapelkopie an der Stelle nächster Index. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich eben auf Stapelkopie remove at nächster Index aufrufen. Also, was mache ich hier nochmal, die drei Schritte? Ich berechne mir einen validen Index für diese Stapelkopie, nimm das Element an dieser Stelle und stecke es wieder in den Stapel zurück, den ich ja vorher geleert habe, komplett mit clear. Und dann nehme ich aus dieser Stapelkopie eben das Element, was ich in den eigentlichen Stapel gesteckt habe, wieder raus, damit nur noch die übrigen Karten für die nächsten Durchläufe eben zum Einsatz kommen können. Und wenn unsere Stapelkopie eben leer ist, dann hören wir auf. Und das ist im Prinzip das Mischen. Das heißt, wir ziehen aus dieser Kopie eben per Zufall eine bestimmte Karte raus, stecken die in den eigentlichen Stapel und entfernen sie aus der Kopie, bis diese dann eben leer ist irgendwann mal. Das könnte man eben so mit Mischekarten machen. Das heißt, wenn wir diesen Stapel haben, können wir Mischekarten hier aufrufen und übergeben eben hier den Kartenstapel. Und damit das Ganze eben auch funktioniert, kann man ja nochmal durch diesen Kartenstapel durchlaufen und dann console.writeLine für diese Spielkarte aufrufen. Und damit das ordentlich funktioniert, überschreibe ich eben in der Spielkartenklasse noch die toString-Methode, damit wir hier eine ordentliche Ausgabe haben. Und das mache ich einfach, indem ich hier String Format angebe. Und ich gebe hier einmal eben den als Karte an und dann eben die Farbe und dann den Kartenwert. Und hier haben wir eben, hier nutze ich enum. getName für eben Kartenwert, wenn ich das hier richtig sehe. Sehe ich das hier richtig? Die erste Farbe brauche ich natürlich. So. Und gebe hier natürlich dann die Farbe an. Dann brechen wir das mal um, damit wir das besser sehen können. Und ich mache auch noch enum getName für eben Kartenwert. Da gebe ich eben diesen Wert rein. So. Und wenn wir das jetzt ausführen, bis zum Ende des Programms, dann sehen wir eben, wie die Karten hier gemischt worden sind. Wir haben eben Herz König. Pik 7, Kreuz Ass, Herz 9, Pik Bube und so weiter. Also wir sehen, wir haben nicht mehr diese Reihenfolge wie vorher. Das könnte man vielleicht auch nochmal kurz anschauen, damit das ganz deutlich wird. Ich lagere das mal in einer eigenen Funktion aus. Das kann man machen über Rechtsklick, Refactor. Also dieses Refactor wird wahrscheinlich bei Ihnen hier oben sein, wenn Sie den Resharper nicht installiert haben, was ja wahrscheinlich der Fall sein wird. Und wir können hier eben ein Extract Method machen. Wir können das natürlich Gib Aufzählung nennen. So. Und wir machen das Ding einfach generisch und erwarten einen IEnumerable of T Aufzählung. Das hat man ja schon mal geschrieben, diese Methode. Also hier haben wir nochmal den Einsatz vom Generic
Und wir sehen hier, wenn wir diese Methode hier aufrufen, nicht auflösen, dann wird eben vom Compiler dieses T direkt automatisch aufgelöst. Wir brauchen hier jetzt sozusagen nicht Spielkarte angeben. Das könnten wir zwar auch machen, ist kein Compilerfehler, aber man sieht hier schon, mein Code-Unterstützungstool sagt eben, diese Angabe ist nicht notwendig, weil der Compiler das eben selbstständig herausfindet, wie er diesen Generic auflösen soll beim Aufruf. Ja, und bevor wir eben mischen, geben wir das Ganze auch nochmal aus. Und dann sollten wir aber auch noch ein Console-Guideline dahinter machen, am besten. Und wir sehen hier eben, wenn wir hochschauen, wir haben eben bei Caro angefangen, 7, 8, 9, 10 und so weiter. Wir sehen, das Ganze ist noch geordnet, dann kommt Herz, Pik und Kreuz. Und hier unten sehen wir dann, dass unser Kartenstapel eben gemischt wurde mit Pik 7, Kreuz Dame, Pik Ass und so weiter. Okay, dann ist das nochmal ein größeres Beispiel gewesen, wie man eben die Funktionalitäten, die wir uns für Enumerationen angeschaut haben, nochmal einsetzen können. Sie können jetzt auch gerne diesen Code nehmen und daraus ein eigenes Kartenspiel programmieren, wenn Sie möchten. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald.